Hallo, wir sind hier auf der Produktronica 2015 und am Stand der EPP begrüße ich jetzt Nico Gotthardt, Produktmanager bei Weiß Umwelttechnik. Hallo Herr Gotthardt. Weiß, auch klar, hier auf der Produktronica vertreten und auch mit ein paar neuen Produkten im Gepäck. Ne? Wir sind dieses Jahr auf der Produktronica unter dem Motto Test it, heat it, cool it. Wir sind vertreten mit der Umwelttechnik, die Umweltsimulationsanlagen herstellt. Wir sind vertreten mit der Klimatechnik. Wir sind bei der Wärmetechnik vertreten und auch im Bereich Pharma. Und das große Leitthema auf der Messe ist Industrie 4.0. Ein großes Modewort, nicht nur für uns, auch für unsere Kunden, wo wir versuchen, die Kunden so ein bisschen abzuholen und unsere Lösungen vorzustellen. Und Sie haben da eine kombinierte Lösung auch, die Sie dann am Stand zeigen? Wir haben unsere Roboterlösung mitgebracht. Das ist eine Aktion gemeinsam mit dem VDE. Und da zeigen wir einen Mitsubishi-Roboter, der im Prinzip so einen kombinierten Prüfablauf ermöglicht im Produktionsprozess. Das heißt, in dem Bereich ist es aus der Branche Electronics raus. Wir prüfen elektronische Bauteile. Die werden genommen von dem Roboterarm. Es findet eine Sichtprüfung statt. Dann wird das automatisch in den Prüfraum eingelegt. Der Prüfablauf wird gestartet. Über einen gescannten Code weiß dann auch sowohl der Roboter als auch die Simulationsanlage, welche Prüfung gefahren werden soll. Die Prüfung wird auch begleitet optisch von der Kamera, von einem Kamerasystem, sodass wir auch Veränderungen während des Prüfablaufs nachvollziehen können. Wenn die Prüfung beendet ist und alles ist gut, nimmt der Roboter das Prüfgut wieder raus, macht nochmal eine optische Sichtprüfung und gibt es dann eben weiter, sodass die Charge entsprechend in der Produktionslinie weitergegeben wird. Also es wird auch während des Prüfvorgangs das Bauteil beobachtet und wenn dann was nicht stimmt, dann wird entsprechend aussortiert, das Bauteil? Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Mit unserer Lösung Sympathy Timelapse haben wir die Möglichkeit, Messwerte direkt mit Bildern zu verknüpfen. Das heißt, wir sehen wirklich das Prüfgut, wie es sich verändert, möglicherweise verändert während des Prüfablaufs. Und dann ja, ist die Entscheidung letztlich beim Kunden, was er denn mit diesem Prüfgut tut. Da sind wir jetzt in einem Produktionsprozess, wo wir dann aussortieren beispielsweise oder findet eine Qualitätsprüfung statt, wo man dann eventuell sogar am Produkt nachbessern muss, nacharbeiten muss. Darum geht es eigentlich bei dieser optischen Prüfung. Das geht aber voll rein dann, sage ich jetzt mal, in diesen Trend Automatisierung, weil das ist ja dann ein automatisierter Vorgang komplett, ne? Also für uns bedeutet Industrie 4.0 eben vernetzt sein zum einen und dann eben intelligente Komplettlösungen zu schaffen, automatisierte Lösungen zu schaffen und dann eben möglichst ortsunabhängig. Das heißt, auch bei uns findet dann eben alles über die Cloud statt, über Server, sodass ich es im Prinzip von überall aus kontrollieren kann, kann mir Daten holen, die Daten speichern oder eben auswerten. Gibt mir so Diskussionen, ist das jetzt Industrie 4.0 ein Hype oder gibt es da tatsächlich auch Bedarf bei den Unternehmen? Jetzt, wenn Sie so eine Lösung vorstellen, wie ist da die Resonanz der Kunden? Es weckt natürlich erstmal Interesse. Ich habe es eben schon mal angehört, Industrie 4.0 ist so ein Modewort. Kommt meiner Meinung nach definitiv. Wir sind schon mittendrin. Die Frage ist halt, wie man damit umgeht, was interpretiert man da rein und wie setzt man das um. Die Technik entwickelt sich weiter, dementsprechend auch in diesem Bereich, sodass es für uns eigentlich ja, klar ist, in welche Richtung wir da gehen und wie wir unsere Kunden unterstützen. Wie wird sich denn der Markt so Ihrer Meinung nach im kommenden Jahr entwickeln? Also sowohl die Entwicklungszyklen als auch die Testzyklen, die werden immer schneller, immer kürzer. Es ist immer weniger Zeit und muss aber Gleiches geleistet werden in immer kürzerer Zeit. Das heißt, da geht ganz klar ein Trend hin, Dinge zu beschleunigen, trotzdem zu testen und qualitativ hochwertige Produkte anbieten zu können. Das ist ein Trend, der wird sich auch fortsetzen, auch in Zukunft fortsetzen. Und auch auf der Messe haben wir interessante Gespräche gehabt, die in diese Richtung gehen, sodass wir da eigentlich sehr gut aufgestellt sind und uns auf die Zukunft freuen. Wird sehr spannend sein zu sehen, wie sich dann auch die Zukunft entwickelt. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch eine schöne Messe. Danke.